Servus Freunde und welcome back in meiner Rock'n'Soul Kitchen. Wir gehen mittlerweile in die vierte Runde, was mich sehr freut. Vorab schon mal vielen Dank an allen bisherigen Zuschauern. Es freut mich wirklich sehr, die Resonanz ist cool. Was machen wir heute? Wir machen heute ein Rezept, das sich viele Leute schon gewünscht haben. Und zwar geht es darum, wir machen heute eine braune Grundsoße. Und jetzt sage ich euch mal, was wir dazu alles brauchen. Ist nämlich gar nicht so schwierig. Mir braucht man natürlich irgendwie einen Geschmacksträger. Das ist im Endeffekt dann ein Fleisch oder in dem Fall Knochen. Ich habe hier Kalbsknochen. Kann man aber nehmen, was man will, Geflügel, Schwein, je nachdem, völlig wurscht. Dann einen Rotwein. Hierbei gilt natürlich die Regel, je besser der Rotwein, umso besser das Resultat. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann habe ich hierbei einen Kalbsfond, einen selber gekochten, kann man aber auch gute Ware mittlerweile kaufen. Dann braucht man ganz klassisch dazu Tomatenmark, ein bisschen Öl zum Anbraten, Salz, Zucker. Und dann das klassische Röstgemüse, bestehend aus Zwiebeln. Ich verwende hier bevorzugt rote Zwiebeln, weil die schon Grundfarbe mitbringen durch die rote Schale und ich lasse die Schale auch dran, generell bei allen Gemüsen, weil da Geschmack drin steckt. Und wenn es sauber ist, da kann man das wunderbar mit verkochen. Also man isst es ja nicht, es wird hinterher wieder raus passiert, von dem her kein Problem. Also Zwiebeln, Lauch, Sellerie, Karotte. An Gewürzen habe ich dabei Lorbeerblätter, Pfefferkörner, Wacholderbeeren, ein bisschen an Knoblauch. Und hier habe ich noch ein bisschen Butter und Mehl. Da stellen wir uns eine Mehlbutter her, mit der wir später die Soße binden und ihr kriegt dadurch einen sehr schönen Glanz. Die genauen Zutaten, die wir brauchen und auch die genauen Mengen findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Auf geht's. So, also jetzt geht's los. Nebenbei noch gesagt, das habe ich vorher vergessen, wir haben die Knochen natürlich vorher schon angeröstet, circa 1,5 Stunden bei 160 Grad im Ofen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an, dass wir unser ganzes Gemüse schon mal anrösten. Das heißt, Topf warm werden lassen, Öl rein. Dann überlegt man sich, welche Gemüse brauchen ein bisschen länger. Die Karotte und der Sellerie, die brauchen ein bisschen länger, wie der Lauch und die Zwiebeln. Von dem her fängt man mit denen an. Lass die schon mal gut angehen. Und dann kann man den Herd noch ein bisschen höher schalten. Wenn die schon mal leicht Farbe bekommen haben, dann kann man weitermachen mit den Zwiebeln. Die kann man komplett mit reingeben. Und den Lauch ebenfalls. Hierbei ist jetzt wichtig, dass man das Gemüse schön dunkel anröstet, aber aufpasst, dass es nicht verbrennt, weil sonst wird es bitter. So, jetzt sind wir hier, unser Gemüse ist schon super angeröstet. Jetzt gebe ich als nächstes die Gewürze hinzu. Noch einmal kurz umrühren. Dann unsere vorher angerösteten Knochen. Noch einmal kurz durchrühren. So, als nächstes wird das Ganze jetzt mit Tomatenmark tomatisiert. Da muss man wiederum aufpassen, dass das Tomatenmark nicht verbrennt, weil es sonst sehr, sehr bitter wird. Nebenbei gibt man auch schon mal eine Prise Zucker dazu. Das karamellisiert das Ganze noch ein bisschen. Gibt eine leichte Süße später an die Soße ab, was sehr, sehr gut schmeckt. Genau, und wenn man jetzt hier merkt am Topfboden, dass das leicht ansetzt, dann fängt man an mit Rotwein abzulöschen. Also was jetzt hier wirklich essentiell ist für so eine Soße und so eine Soße auch nochmal in ein anderes Geschmackslevel bringt, ist, wenn man diesen Ablöschvorgang mit dem Rotwein 4 bis 5 oder auch 6, 7 Mal wiederholt, immer wieder die Flüssigkeit einkochen lässt, dann den Bratensatz wieder löst vom Boden, weil das gibt im Endeffekt die Tiefe im Geschmack und die Farbe von der Soße. Das ist wirklich ein essentieller Tipp und die Zeit würde ich mir nehmen, weil das macht nochmal 100% Unterschied. So, jetzt sind wir so weit, dass unser kompletter Rotwein aufgebraucht ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass man schon mal ein bisschen ein Salz dazu gibt, aber wie gesagt, vorsichtig sein, lieber zum Schluss die Soße abschmecken, weil
Je weniger die Flüssigkeit wird, umso konzentrierter wird der Geschmack und desto salziger wird es auch. Von dem her erstmal vorsichtig salzen. Man kann hinterher immer noch gut nachsalzen. Dann sind wir jetzt an der Zeit, dass wir jetzt mit unserem Fond ablöschen, komplett auffüllen. Genau. Und dann sind wir an einem Zeitpunkt angekommen, wo es einfach heißt, jetzt Zeit investieren in die Soße, bei niedriger Temperatur 3 bis 4 Stunden köcheln lassen und ungefähr auf die Hälfte reduzieren. Wenn das passiert ist, dann sehen wir uns wieder. Bis später. So, Freunde, unsere Rotweinsoße ist jetzt um die Hälfte einreduziert. Sie riecht fantastisch. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, muss ich wirklich sagen. Wie geht's weiter? Wir passieren unsere Soße jetzt durch ein feines Haarsieb. Und dann erzähle ich euch, was man mit dem Rest noch machen kann. Man muss das nämlich nicht wegschmeißen. Aber dazu später. Jetzt wird die Soße erstmal passiert. Wunderbar. Dann lässt man das noch ein bisschen abtropfen. Man kann auch ein bisschen nachdrücken, damit der restliche Saft noch rausgeht. Genau, wunderbar. Also, Freunde, unsere Soße ist jetzt passiert. Das heißt, wir müssen die Soße quasi nur noch abschmecken und abbinden mit unserer Mehlbutter. Die erkläre ich euch auch gleich noch, wie wir die gemacht haben. Aber zu unserem Rest, das restliche Fleisch und das restliche Gemüse muss man jetzt noch nicht wegschmeißen. Man kann das nochmal aufgießen mit Wasser und einmal auskochen. Dann wieder abpassieren und dann das anstatt der Brühe für den nächsten Soßenansatz hernehmen. Kann man auch wunderbar einfrieren und es ist nochmal verwertet. Also eigentlich wirtschaftlicher geht es gar nicht mehr. Genau, und jetzt würde ich sagen, schmecken wir unsere Soße ab und binden die ab und dann sind wir auch schon fertig. So, wunderbar. Also unsere Soße schmeckt von Grund auf schon gut. Also man muss jetzt auch nicht mehr nachwürzen mit Salz oder Pfeffer. Das Einzige, was fehlt, wir haben noch nicht die Konsistenz, die ich gerne haben würde. Deswegen binden wir jetzt ab mit unserer besagten Mehlbutter, die wirklich ganz einfach hergestellt ist. Das ist einfach Mehl und Butter 1 zu 1 verknetet, ähnlich wie ein Mürbeteig. Und mit der binden wir jetzt einfach die Soße ab. Aber Vorsicht, immer der Reihe nach, weil die wirklich sehr stark bindet und sonst wird es zum Schluss einfach nur noch eine Pampe, wenn man zu viel drin hat. Man sieht jetzt hier, unsere Soße kocht auf. Das ist für uns der Zeitpunkt, wo wir unsere Mehlbutter mit in die Soße reingeben. Dann müssen wir aufpassen, dass wir die gut verteilen, damit sich keine Klümpchen bilden innerhalb der Soße. Und sobald die Mehlbutter gut verteilt ist, würde ich dann ein bisschen runtergehen mit der Temperatur und die Soße circa 5 Minuten bei geringerer Temperatur köcheln lassen, damit sich dieser Mehlgeschmack auskocht. Und durch die Butter in der Mehlbutter haben wir einen richtig schönen Glanz in dieser Soße, tolle Konsistenz. Ich freue mich drauf.